Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal, sofort und gleich. Hey Leute, Epic Games hat uns in das Supporter Creator Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Item Shop unten rechts in der Ecke auf Supporter Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle zwei Wochen den Creator Code neu antragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gehen in den Item Shop vom 23.08.2019 und wir haben heute extrem viel alles neu. Ja, alles neu. Eigentlich alles neu. Fast alles noch. Also, wir fangen an mit der verderbten Reisenden. Haben wir ja gestern bereits vorgestellt. Oben rechts in der Ecke verlinkt das Video von gestern und ein kleines Special Gameplay von dem Ding. So, eine Benotung von 4,18 von 5 bei 17 Votes. Zum ersten Mal am 22. also gestern Schock gewesen und 6 von Miners. Und der verderbt Rap. Hat einen Bruder von 4,14 von 5 bei 7 Votes und einem Reminder. Ja, das war's von dem Set. Wir kommen zur Siegerehrung. Ja, Was? Die war bis jetzt, glaube ich, nur ein einziges Mal drin gewesen. Zweimal. Ja, das ist jetzt das zweite Mal. Nee, das dritte Mal. Ehrlich? Ja, fast jetzt mal vor 205 Tagen. 26. Dezember und 30. Januar. Ehrlich, okay, also dreimal jetzt schon drin gewesen, also auf jeden Fall mega seltener Skin, mega seltener Emote, Siegerehrung. Ich finde das Ding richtig cool eigentlich, also für 500 V-Bucks, und es ist schade, dass der so selten drin war, kriegt von mir 10 von 10. Mir auch. 3,38 von 5 bei 8 Awards, was beim 26. Dezember 2018 im Shop gewesen, seitdem dreimal und 8 Reminders. Stachelige Streiterin. Ja, Übrigens, wir entschuldigen uns für die Lecks in diesem Video. Es ist unfassbar. Also wirklich, Leute, es ist unfassbar. Was gibt's da für eine Benotung? Stachelige Streiterin für 800 V-Bucks. Ja, Leute, die beschweren sich über den Plastic Trooper, so schlecht zu sehen ist, aber Stachelige Streiterin mit Sicherheit auch nicht viel besser in der Wüste. Dafür ist sie ja getarnt. Kriegt von mir 6 von 10. 7 von 10. Von mir, 5 von 10. 3,3955 bei 46 Votes, war es am 4. April 2019 im Shop gewesen, seitdem 6 Mal und 32 Reminders. Das waren wir. Und dann kommen wir zu Bigfoot, oh Gott. Den habe ich bis heute immer noch nicht auf der Map gesehen. Nicht ein einziges Mal hat irgendjemand den Bigfoot gespielt. Sollten wir irgendwann dieses super seltene Wesen mal auf der Map treffen, dann machen wir noch ein Gameplay dazu. Dreh den mal bitte ganz kurz. Was hat denn von welchem seltenen Wesen redest du? Vom Waschbären? Von dem Bigfoot. So. Ja, und der Teil kriegt von mir 6 von 10. Von mir 3 von 10. 2 von 10. 1,61 von 5 bei 36 Votes war es vom 29. Juni 2019 im Shop gewesen, seitdem 4x 4 Reminders. Dann kommen wir zu der Standard. Nee, ja doch, kommen wir zur Standardstimmung. Hört man überhaupt die Musik? Ja. Echt? Standardstimmung? Ich höre sie jetzt gerade nicht. Ja, das ist einfach normaler Standardtanz. Ja. Krieg von mir 6 von 10. Auch. Auch 6 von 10. 5 von 5 bei einem Wort und 0 Reminders. Dann kommen wir zum Standardfeuer. Wie viel gibst denn der? Auch 6 von 10. 6 von 10? Lass es mal ein bisschen laufen. Okay, passt. Okay, wie viel gibst denn dem? Auch 6 von 10. Okay, auch. 5 von 5 bei 2 Worts, 0 Reminders. Dann kommen wir zur Laserfeed. Fete. Ja, für 500 V-Bucks, das Teil ist schon relativ amüsant, kriegt von mir 7 von 10. Von mir 10 von 10. 5 von 5 bei 3 Worts und 0 Reminders. So, dann kommen wir zu Major Laser. Major Laser. Haben wir ein kleines Gameplay dazu, jetzt oben in der rechten Ecke verlinkt. Ja, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen den beiden Dingen? Wir haben einmal da Major Laser und da Major Laser. Was ist der Unterschied? Zeig mal ganz kurz. Achso, da ist noch mehr dabei, die Picke und so. Ach,
Das ist einmal das Komplettpaket. Major Laser Paket für 2475. Was kostet? 3300. 3300. Also knapp 1000 V-Bucks spart man. Also die Laser, dieser Major Laser sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Zoom mal bitte an den Rang. So, also erstmal hat er hier einen goldenen Arm aus Metall, dann Sonnenbrille, so ein Cappy auf, dreh den mal bitte, so sieht er, oh, coole Frisur. Das Backpack sieht geil aus. Dann geh mal bitte auf den Emote, Oh. da ist nämlich noch ein Emote mit dabei. Ja, okay. Laser Ja, für der 1600 kriegt. V-Bucks, ist schon ziemlich geil, geht von mir 10 von Ja, von 10. mir auch. 4,175 bei 6 Volt, 0 Miners. Dann kommen wir noch zu dieser Laser-Axt. Und oh, die ist mega geil, da Der geht 6 sieht. Volt hin. Mach mal den Werkzeugeffekt bitte. Ja, Der nochmal. Werkzeugeffekt ist nicht so toll, ne? Nee, aber ich gebe das trotzdem. Na, ich gebe den 8 von 10. Aber die ist schon ziemlich geil. Ich gebe da auf jeden Fall 9 von 10. Okay. 5 von 5 bei einem wurden 0 Miner. So, jetzt bewerten wir den Shop. Sind wir da komplett durch jetzt? Ja. Ist da nicht noch Nein. irgendwas? Wir Nein. haben nichts übersehen. Okay. Dann, ja, gucken wir uns mal den Shop an. 3900 Hades, 1300 Hades mehr und 1800 Love It. Ja, ich gebe dem. Also, ich weiß schon, was ich dem Shop geben Ja, würde. was gibt's denn hier? Also, ich würde dem Shop eigentlich. Also, sagen wir mal so: Die Siegerehrung ist geil. Der ist nicht gut, das ist nicht gut. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ist gut, ist gut. Und das andere ist auch gut. Und das ist auch gut. Und das ist auch gut. Ich gebe dem Love It. Du? Ich gebe dem auch ein Love It. Ja. Ja, weil ich sehe das genauso wie du. Der Bigfoot, okay, der ist jetzt nicht so toll, stachelige Streiterin, okay, aber alles andere ist eigentlich ziemlich Ja. cool. Und ja, mega geiler neuer Skin. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Passt. Daumen nach oben da. Schreibt es in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet sich dann, wenn es wieder heißt, fort mit uns beim bis dahin, haut rein und tschüss.